Erstmal hallo, mein Name ist Michael Venus, Regisseur und Co-Autor von Schlaf. Und ich freue mich, dass das Braunschweig International Film Festival, wenn auch in dieser Form, stattfindet. Das ist extrem wichtig in diesem Trümmerjahr, in dem sich das Kino gerade befindet. Und ich danke allen, die das möglich gemacht haben. Und genau, wir freuen uns, dass wir da stattfinden können auf dieser Ebene. Und eben weil wir so digital unterwegs sind, kann ich jetzt leider auch an keinen, kann ich jetzt physisch auch an keinen Ort sein und euch Fragen beantworten. Und stattdessen machen wir jetzt dieses Q&A virtuell. Und es ist ein bisschen seltsam, es fühlt sich gerade an wie so ein Selbstgespräch, was ich mit mir selber führe. Aber ich versuche mir euch vorzustellen und sehe in tolle Gesichter und tolle Köpfe und hoffe, dass es euch allen gut geht. Zumindest seht ihr gesund aus in meiner Vorstellung. Und ich nehme jetzt einfach mal diese 5 Fragen vor und versuche, die gut zu beantworten. Puh, ja, das hat diverse Gründe. Also erstmal, was die Geschichte angeht oder die Erzählung, die hat eigentlich ihren Ausgangspunkt in der Kindheit unseres Autors Thomas Friedrich, mit dem ich zusammen das Drehbuch geschrieben habe. Und er ist nämlich aufgewachsen im Fränkischen, in der Nähe vom Fichtelberg, ländliche Gegend, im ehemaligen Transitbereich an der Grenze zur ehemaligen DDR. Und in dieser Transitzone gab es vor der Wende verschiedene touristische Subventionsmaßnahmen, und es fand überhaupt eine ganz andere Art von Tourismus dort statt. Und da entstanden auch so seltsame, überdimensionierte Hotelkomplexe. Und die stehen zum Großteil jetzt leer, sind zu so Lost Places geworden, einfach weil die Grenze aufgemacht wurde und eben dieser subventionierte Tourismus und überhaupt irgendwie die Bewegung sich komplett verändert haben da in der Gegend. Und das macht diese Region zu einer Art westdeutschen Wendeverlierer. Und da eingepflanzt hat Thomas angefangen, seine Ideen zu verorten. Irgendwann, als es dann darum ging, das zu entwickeln, finanziell und produktionell, haben wir natürlich als allererstes versucht, dort zu drehen und haben aber keine Partner in Bayern gefunden, was vielleicht daran liegen, wir wissen nicht, woran es liegt. Vielleicht liegt es daran, dass da irgendwie noch ein Pfarrer gestorben ist in den ersten Fassungen oder das ganze Dorf platt gemacht wurde. Und überhaupt, dass wir gesagt haben, das wird ein Horrorfilm, da sind wir dann besser geworden. Wir haben dann irgendwann gelernt, mehr den Drama-Aspekt zu betonen bei solchen Pitching-Gesprächen, was dann auch, glaube ich, eine gute Idee war. Und was der Film auch im Kern ist. Im Kern ist er ein Mutter-Tochter-Drama mit, wie es so schön heißt, Elementen des Horrorfilms. Und es ist natürlich noch viel, viel mehr, aber vielleicht dazu später noch ein paar Worte. Und wir mussten was Neues, wir brauchten einen neuen Ort, einen neuen Drehort. Und kamen dann über den Kontakt von Verena Grefe-Höft zu Nordmedia bei irgendeiner Veranstaltung, ich glaube, bei einem ZDF-Empfang auf irgendeiner Berlinale ein paar Jahre vor Drehstart ins Gespräch mit Leuten von Nordmedia. Und die haben uns erstmal so die Augen geöffnet, was der Harz zu bieten hat. Und das hat eine komplett neue Welt für uns geöffnet, auch inhaltlich, weil der Harz, man hat es irgendwie nicht automatisch auf dem Schirm, ist aber in meiner, so wie ich es gelernt habe, in meiner Vorstellung wirklich das Herzstück Deutschlands. Es ist Niedersachsen, es ist Norden, es ist Osten, Thüringen, Sachsen-Anhalt und ist wirklich im Herzen Deutschlands. Und wenn man dann noch weitergeht und so wie wir, die wir das Thema Märchen und deutsche Mythen da drin haben, dann kommt man irgendwann um dieses Harzthema gar nicht drumherum. Und hat die Harzreise von Heinrich Heine gelesen, wo er das Gesicht seiner Mutter in der Landschaft entdeckt, als Metapher für Erinnerung und wie die Erinnerung sich über die Landschaft schreibt.
oder wie Folien, die übereinander liegen, ein immer diffuser werdendes Bild ergeben. Aber wenn man Folie für Folie runternimmt, kommen immer mehr Informationen zutage. Das ist ja auch eine Mechanik, die bei uns in der Erzählung tief drinsteckt. Und so weiter. Und dann die Grimms-Märchen, die zum Großteil aus dem Harz geschöpft sind, etc. pp. Kurzum, wir hatten den Harz ursprünglich nicht auf dem Schirm, und als wir ihn entdeckt hatten, konnten wir uns nichts Idealeres, nichts Besseres vorstellen. Das war der perfekte Drehort für uns, in dem wir mit dem relativ schmalen Budget, was wir hatten, das umsetzen konnten, was wir uns erträumt hatten, oder besser gesagt, es noch besser umsetzen, als wir es uns hatten erträumen können. Durch die Möglichkeiten, die diese kompakte Situation gegeben hat, und durch die Hilfe und die kurzen Amtswege, die sich in Clausthal-Zellerfeld aufgegangen haben, und durch die Hilfe von wirklich Dutzenden großartiger Menschen, die wir vor Ort getroffen haben, die da sehr hilfsbereit waren. Und das ist alles nicht selbstverständlich, da sind wir sehr dankbar und deswegen auf vielfältige Art und Weise mit dieser Region verbunden. Also, das war toll. Ja, okay, also ich glaube, David Lynch steckt da ganz, ganz, ganz sicher drin. Ich weiß, dass mein Autor Thomas Fan von David Lynch ist, aber gleichermaßen ist er auch Fan von Franz Kafka und vielen anderen. Wenn wir David Lynch nehmen, ist es vor allen Dingen die Arbeitsweise, die vielleicht drinsteckt. Und das ist vor allen Dingen die Arbeit eines, ich sag mal, Künstlers, der in Resonanz mit, der sich in Resonanz begibt mit der Welt, durch die er sich bewegt, oder und allem, was dazugehört. Sei es, sind es Mythen, sind es Erzählungen, sind es Materialien, sind es Symbole. Und die Bereitschaft, das Unterbewusste gleichwertig zu betrachten wie das Bewusste und Spürbare und dafür einen Ausdruck zu finden. Und ich glaube, da ist er auch in der Tradition von vielen anderen Künstlern, die ich sehr schätze. Aber es ist vor allen Dingen diese Arbeitsweise, also die Offenheit für Resonanzen. Nehmen wir zum Beispiel mal den Piloten von Twin Peaks. Da gibt es eine Leichenschau mit Laura Palmer, und die Neonlampe flackert wie verrückt, und im Hintergrund steht, ich glaube, ein Sanitäter. Und hat eigentlich keine Funktion in dem Bild. Und ich meine zu wissen, dass das Ergebnis von ein paar Zufällen war, nämlich dass das Licht kaputt war, David Lynch darauf reagiert hat und gesagt hat, lass das so, so ist es besser. Etwas, was nicht im Drehbuch stand. Und der Typ, der seltsam auch traumartig, unkommentiert und ungedeutet in dieser Szene steht, war ein Tonmeister, der sich bei einem Take ins Bild verirrt hat und David Lynch gesagt hat, bleib, bleib, das ist besser so, das ist gut so. Und ich mag diese Offenheit. Gleichzeitig ist er aber auch jemand, der so ganz ausführlich an einem Universum strickt. Also den ikonischen Fußboden mit den dreieckigen Schwarz-Weiß-Muster in Twin Peaks, den kann man zum Beispiel schon bei Eraserhead, seinem ersten Langspielfilm, sehen, und so verbinden sich alle seine Werke auch, sind in Dialog miteinander, in Resonanz. Und das gefällt mir eigentlich ganz gut, aber auch er hat verschiedene Quellen. Er ist gleichzeitig Musiker, Maler, Poet, Lyriker, und ich mag, genauso wie ich sein zugänglicheres Werk mag, mag ich auch die ganz frühen Sachen von ihm. Die Amputee, ein Kurzfilm mit übrigens der Log Lady, wo wir da bei dieser Resonanz sind, die Log Lady, die dann später auch mitgespielt hat bei Twin Peaks, und so weiter. Aber genauso wichtig, wie mir David Lynch ist, sind es auch viele, viele andere. Ich nehme nur mal Maya Deren, die in den frühen 40er Jahren auf unnachahmliche Weise mit Matches of the Afternoon einem Kurzfilm Traum verfilmt hat, eine Traumerzählung umgesetzt hat. Sie wiederum könnte man jetzt auch als in der Tradition stehen zu den Surrealisten deuten,
Da ist natürlich Luis Buñuel und extrem wichtig für mich, aber dann kommen natürlich auch, ich weiß, Filmhochschulklassiker, Tarkovsky dazu, Solaris, Starker und so weiter, aber viele andere auch. Und in meiner Kindheit sind es auch sowjetische Märchenfilme, die teilweise sehr psychedelische Wendungen und Sequenzen haben. Es sind die Märchen, die mir erzählt wurden als Kind, die teilweise erstaunlich grausam sind. Es ist der erste Horrorfilm, den ich bewusst gesehen habe. Deutscher Titel ist gewesen Die Au Toten Augen des Dr. Dracula, italienischer Film von Mario Bava. Operazione Paura heißt der, glaube ich, im Original, wo ich das Erlebnis hatte, dass ich einerseits geschockt war, gleichzeitig nicht wegsehen konnte und diesen Film alles in der Welt nicht verpassen wollte. All das hat geprägt. Der Thema Heimathorror, für mich entscheidender Film, ist sowas wie Das kalte Herz von 1950, ich glaube 1949 gedreht. Der erste Farbfilm in der Nachkriegszeit in Deutschland, damals im Osten gedreht von der DEFA. Eigentlich für mich ein perfektes Beispiel für einen Heimathorrorfilm, weil er die Heimatfilmatmosphäre total auf den Kopf stellt und in dieser Nachkriegs-, in diesem Nachkriegs- und dieses Nachkriegstrauma da schon ganz gut zu greifen kriegt und das Ganze noch mit einer Kapitalismuskritik kombiniert. Auch nichts für Kinder, eher ein Film für Erwachsene. Und vieles, vieles mehr. Ich bin von Musik beeinflusst, ich bin von Malerei beeinflusst, ich bin. Insofern, wie viel Lynch steckt drin? Natürlich steckt Lynch drin, eben weil mir viele seiner Arbeiten gefallen, aber genauso gut steckt das Leben, die Erfahrungen sämtlicher Menschen in diesem Film, die an diesem Film mitgewirkt haben. Und dann wird es eine uferlose Struktur, aber das ist ja das Schöne, dass man dann über den Zeitraum eines Drehs zusammenkommt und alles ist in Resonanz miteinander. Also ich bin da ein großer Freund von und so kann man auch sagen, dass manchmal mir die liebsten oder die gelungensten Szenen sind, die wir so nicht planen konnten. Da ist diese Traumsequenz zum Beispiel exemplarisch in der die Landschaft in Schnee gehüllt ist und das war, weiß Gott, nicht geplant, weil der Schnee war echt und jetzt keine größenwahnsinnige Idee eines Nachwuchsregisseurs, sondern das ist uns passiert, weil so ist der Harz. Wir haben das gedreht, ich glaube am 5. Mai und auf keinem Wetterradar war zu erkennen, dass es Niederschlag gibt in Form von Schnee. Und der kam, der hat unsere kompletten Pläne auf den Kopf gestellt, beziehungsweise wir haben bis 20 Minuten vor Drehende nicht gewusst, ob wir das überhaupt schaffen, weil wir Technik hatten, die im Niederschlag nicht funktioniert hätte. Und hatten dann eine Sequenz, für die wir uns 4 Stunden Zeit nehmen wollten, aus guten Gründen, mussten wir dann in 20 Minuten machen, als der Niederschlag plötzlich weg war. Und ich finde jetzt, dadurch ist es viel klarer, viel besser geworden und natürlich mit dem Schnee viel sensationeller. Auch das passiert beim Dreh. Filme machen. Es ist nicht nur so, dass man Dinge plant und diszipliniert ausführt. Es gibt einfach sehr, sehr viele Einflüsse. Und dann gibt es die vielleicht kulturellen Einflüsse, die man so hat. Und die handwerklichen Aspekte. Aber genauso gut macht der Film sich auch irgendwie durch das Drehen selbst ein Stück weit. Und wie gesagt, die Geschichte von der Sprengstofffabrik im Wald, die hatten wir auch nicht auf dem Schirm, bevor wir sie nicht vor Ort tatsächlich in der Nähe des Hauptdrehortes entdeckt hatten und dann eingeflochten hatten. Ja, insofern, ich kann sagen, Lynch ist ein Teil davon, aber es ist nicht nur Lynch. Naja, also
Das ist natürlich ein griffiges Etikett, was da auftaucht. Und es passt ganz gut in einen Diskurs, der gerade aufgeht, zum Beispiel durch Bücher wie Deine Heimat ist mein Albtraum oder auch immer mehr Filme, die sich dem Unbehagen im Heimeligen widmen. Insofern war das irgendwie griffig. Ich glaube, Thomas Friedrich hat in seiner Writer's Note davon gesprochen, dass er, also unser Autor Thomas, dass er eine Antithese zum Heimatfilm gestalten wollte und kam dann auf diesen Begriff Heimathorror und da hat sich die Berlinale sofort draufgestürzt, wo wir Premiere hatten, Weltpremiere hatten und haben diesen Begriff hervorgehoben und für uns war das anfangs etwas beiläufiger und mittlerweile hat sich das ein bisschen verselbstständigt. Ich finde es okay, also ich finde, wie gesagt, ich finde, dass das als Etikett müssen wir es akzeptieren, weil wir haben das selber drauf geheftet, vielleicht ein bisschen unbedacht, aber ich finde es an sich, finde ich es okay, aber vielleicht greift auch zu kurz. Also genauso gut ist der Film ein Mutter-Tochter-Drama, ist eine Detektivgeschichte, ist ein Traum, was auch immer. Ich würde das nicht so einengen für die Betrachtung. Ist vielleicht auch etwas, worüber man vielleicht so ein bisschen die anderen Zipfel, die da noch drinstecken, übersehen könnte, wenn man sich nur auf diesen einen Begriff konzentriert. Aber grundsätzlich, wie gesagt, finde ich es akzeptabel. Die Fragen kommen natürlich ständig, aber ich versuche es mal so ein bisschen einzuordnen, weil ich würde jetzt nicht anfangen, das zu deuten. Also es gibt in dieser, bei Schlaf gibt es verschiedene Elemente. Das ist der Plot, das ist das Storytelling, das ist die Detektivgeschichte, das ist der Thriller, das Thriller-Element. Und dann gibt es aber auch einen Mythos in dieser Geschichte. Und das Wildschwein ist Teil eines Mythos innerhalb dieser Filmerzählung, innerhalb dieses Filmuniversums, das da ein paar eigene Regeln hat, die aber trotzdem in der Tradition stehen. Also wir haben über die Lektüre zum Beispiel von Carl Gustav Jung, der Mensch und seine Symbole, gelernt, dass viele Symbole, die in unterschiedlichen, voneinander abgekoppelten Kulturen auftauchen, ähnlich gedeutet werden, obwohl eben kein kultureller Austausch mehr nachweisbar ist zwischen den Kulturen, aber die Symbole gleichen sich. Und da gibt es so einiges an, ob das jetzt Farben sind oder Formen, es sind halt auch Tiersymbole. Und das Wildschwein, wenn man so ein bisschen, als wir angefangen haben, uns darüber da so ein bisschen nachzuhaken und zu forschen, sind uns erstaunliche Mythen in der griechischen Antike aufgetaucht, im asiatischen Raum, im afrikanischen Raum, im Native American Raum und eben auch im Deutschen. Es gibt da wunderbare Interpretationen aus dem britischen und nordamerikanischen Ausland. Und auch wenn wir all das nicht im Sinn hatten, würde ich sagen, ja, im Sinn von Resonanz, in dem Moment, wo sich jemand bei dieser Deutung sicher ist, dann stimmt sie auch. Und das ist eine Offenheit, die wollen wir unbedingt beibehalten. Was das jetzt für uns bedeutet, verrate ich ungern, weil es, ich glaube, den Blick einschränkt und die Möglichkeit, dass sich ZuseherInnen mit ihrer Erfahrung, mit ihrer Vorstellung, mit ihrem Gefühl einbringen können an diesen Stellen. Wie gesagt, also ich glaube, es hilft, also ein kleiner Hinweis ist, es ist Teil eines Dualismus, dieses Wildschwein, das Lebende zumindest, und hat seine Ursprünge in vielen, vielen Geschichten, die wir gelesen haben. Aber die Deutung, genau, möchte ich jetzt nicht preisgeben, weil ich glaube, dann geht das Vergnügen der eigenen Teilnahme verloren.
Ja, auch das würde ich jetzt nicht deuten für wollen für unsere ZuschauerInnen, will mich aber jetzt auch nicht rausmogeln aus der Verantwortung. Ich kann da auch wieder nur ein paar Hinweise geben. Auffällig ist, dass es, dass der, also in unserer Geschichte geht es um Verdrängung, um verdrängte, unaufgearbeitete Traumata, um die Dämonen aus der Vergangenheit, die einen einholen, auch wenn man mit ihnen direkt nichts zu tun hatte. Das generationsübergreifende Übertragung von Problemen, Schuld, Trauma. Und das erwischt einen, das kann einen erwischen wie eine Panikattacke an Momenten, wo man es einfach nicht kommen sieht. Und so ist es vielleicht auch hier. Man denkt, man ist fertig mit der Erzählung, man hat den Film gesehen, man hat die Geschichte erzählt bekommen. Dann ist es schon so ein bisschen komisch, warum am Ende des Films der Vorspann läuft, der eigentlich vorne hingehört hätte, und warum dann nochmal etwas aufbricht, was eine andere Mona zeigt, eine andere Prämisse und einen anderen Umgang mit den Schweinen, was da auftaucht, mit der Bache, die da auftaucht, als es die Mutter von unserer Hauptfigur getan hat. Und ich glaube, das muss man so ein bisschen im Spiegel sehen zum Rest. Dann kommt man vielleicht einen Schritt weiter, falls einen das so ein bisschen nachdenklich hinterlässt. Aber wie gesagt, genauso wie mir wichtig ist, dass man eine gute Geschichte erzählt bekommt, dass man eine atmosphärische Geschichte bekommt, dass man auch, dass Filme auch Geheimnisse bewahren sollen, ist auch das wieder was Offenes, wo man sich als, wo wir eine klare, ein klares Verhältnis zu haben, aber diese, aber ich glaube, das ist Teil des Vergnügens, wenn jeder da für sich auch was Persönliches mit rausnimmt aus diesem Moment, und das Vergnügen ist halt schnell kleiner, wenn ich jetzt meine Deutung dafür preisgebe, die es gibt. Insofern, wer weiß.